Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und somit wieder beim D&D Tackle Adventskalender. Ja, 7. Türchen. Ich habe es noch herausgelassen. Hier ist es. Hatten wir ja gestern diesen einzelnen Gummiköder. Er sieht jetzt zwar nicht schlecht aus. Wir haben ihn ja gemessen. Also er hat jetzt ca. 10 cm. Zeige ich euch mal noch mal ein bisschen. Aber es ist halt, wie gesagt, keine Größenangabe, kein nix, kein irgendwie. Gut, er wird wahrscheinlich zu den im 6. passenden Chickköpfen dazugehören. Oder man könnte damit ihn montieren. Preislich habe ich natürlich jetzt ihn mit 1 Euro, sage ich mal, deklariert. Also mehr war da nicht drin, finde ich. Also mehr ist er auf alle Fälle nicht wert. Und somit wieder ab ins Päckchen. So. Gut. Dann schauen wir doch mal, was heute im 8. ist. Vielleicht kommt ja jetzt wieder was für die Karpfen- oder Friedfischangelei. Das 8. Wo haben wir es denn? Da unten im Eck ist es. Beim Tackle. Ah, da bin ich ja mal gespannt, ob da auch ein Tackle drin ist. So. Oh. Was könnte das sein? Vielleicht eine Pose oder ich weiß es nicht. Lass mal schauen. Oh, natürlich keine Pose, sondern wieder ein Schlauch. Und zwar diesmal ist es ein Anti-Tangle-Rig. Ja, braun gehalten wieder. Wieder eine 0,75er Stärke und 2 Meter lang. Man sieht es hier. Der Anti-Tangle-Tube wird hier oben aufgeschoben. Praktisch als Schutz von der Schnur oder besser gesagt vom Vorfach. Genau. Ja, Anti-Tangle heißt nichts anderes wie verwicklungsfreier, sage ich mal. Ja, gut. Hier wurde es anscheinend abgeschnitten. Hier ist ein Cut. Ja, aufmachen tue ich ihn jetzt nicht, weil sonst wird er mir wahrscheinlich entgegenkommen. Naja, ich sag mal, mit so Schläuchen, muss ich sagen, kann ich jetzt weniger anfangen. Jetzt war es der zweite, wo drin war. Das sind eher für mich die schwächeren Türchen. Ja, werde ich mal schauen, was der so kostet. Aber ich schätze mal, was hat denn der andere Schlauch gekostet? Die sind jetzt nicht ganz billig. Der Matte Silikon Tube, den im zweiten Türchen wir hatten, der war jetzt bei 3,95. Ich schätze mal, der wird auch sowas um den Dreh kosten. Ja, ist halt alles, sag ich mal, Bastelmaterial. Da kann man sich selber seine Rigs, seine Vorfächer zusammenbauen. Ja, nichts Weltbewegendes, also kein besonderes Türchen. Aber es kann ja nicht nur Top-Türchen geben, sondern es muss natürlich auch mal ein bisschen was dabei sein, was jetzt nicht so spannend ist, auch nicht so interessant ist. Aber wir werden sehen. Wir haben ja immer noch einige Türchen und ja, da schauen wir uns. Da schauen wir doch mal, lassen wir uns da mal überraschen. Also, ich wünsche euch was und bis morgen. Ciao.